Ich bin Projektheld. Und das hier ist mein neues Projekt fürs neue Jahr. Letztes Jahr habe ich eine Simson S51 komplett restauriert, also wirklich jede einzelne Schraube. Und dieses Jahr möchte ich mich dem Bike hier widmen. Das Ganze ist eine Insanity 749. Ein super seltenes Bike, wurde nur ganz wenig von hergestellt. Ich weiß leider nicht genau wie viel, ich habe auch extra recherchiert, aber nichts gefunden. Ich habe hier die Verkleidung schon mal runtergenommen. Auf dem Tank steht eine Seriennummer von 007 drauf. Und auf dem Auspuff hinten steht eine Seriennummer von 009 drauf. Das heißt, allzu viele wird es davon auf jeden Fall nicht geben. Das Bike hier hat 50 Kubik und kommt damit auf ungefähr 45 km/h. Das Ganze möchte ich noch ein bisschen verbessern, so nah wie möglich am Rahmen des Legalen. Dazu komme ich aber später noch, was da noch alles umgebaut wird. Meines Wissens nach ist dieses Bike hier das kleinste straßenzugelassene Moped in ganz Deutschland. Zum Beispiel eine Honda Dax oder Honda Monkey. Die sind beide wirklich über 30 cm länger als das Bike. Und ich konnte auch sonst nichts Kleineres finden. Falls ihr noch andere kleine Mopeds kennt, dann schreibt es mal bitte unten in die Kommentare rein. Da kann ich das vergleichen und gucken, ob irgendjemand noch ein kleineres straßenzugelassenes Bike kennt. Nur mal vorneweg, Pocketbikes sind natürlich nicht, weil die sind nicht straßenzugelassen. Das hier nennt sich eher die Klasse der Midi-Bikes, also quasi eine Klasse über den Pocketbikes. Ja, wie schon gesagt, das ist super selten, sowas zu finden. Ich habe jetzt auch wirklich über ein Jahr lang danach gesucht und konnte jetzt endlich eins kaufen. Der Zustand lässt leider ein bisschen zu wünschen übrig. Es war zwar noch fahrbereit am Anfang, aber dann ist schon einiges auseinandergefallen. Das Ganze ging los, dass mir leider der Lenker abgebrochen ist auf der einen Seite. Das sollte natürlich nicht unbedingt passieren und das war auch nicht ganz so lustig. Der hält seitdem mit einem 3D gedruckten Teil, das auch stabiler hält als das Teil davor. Aber für die Dauer ist natürlich nichts, also da muss ich auf jeden Fall noch was ändern. Dann ging es weiter mit dem Ständer hier unten. Der war ziemlich lummelig und ist umgeknickt. Jetzt ist der zweite schon dran, aber der sieht auch nicht gerade schön aus. Der ist auch schon ganz schön angerostet und da sollte ich auf jeden Fall auch noch mal was dran ändern, dass es auch wirklich was hermacht. Zuletzt ist mir dann leider noch bei der Bremspumpe der Bolzen gebrochen, also was wirklich sehr selten ist. Das heißt, oben, wo man bremst, am Griff, drückt man einen Zylinder rein, der dann die Hydraulikflüssigkeit komprimiert und quasi unten an die Bremse weiterleitet. Und der ist mir eben auseinandergebrochen. Das heißt, die Bremswirkung war nicht mehr da und es war auch nicht gerade schön beim Fahren, dass das passiert ist. Das heißt, da soll ich auf jeden Fall die Bremseinheit austauschen und das Ganze mache ich auf der anderen Seite auch gleich. Zudem habe ich auch noch ein paar andere Veränderungen vor, wie ich schon gesagt habe, leistungstechnisch. Und auch ein bisschen was für die Kühlung und dass es quasi auch die Leistung im Motor nicht zerstört. Da habe ich mir ein bisschen was einfallen lassen. Optisch habe ich noch einiges. Ich habe zum Beispiel auch schon die Fußrasten ausgetauscht, weil die Originalen wirklich abgrundtief hässlich waren. Und dann möchte ich das Ganze natürlich auch noch mal ein bisschen verschönern. Der gelbe Rahmen bleibt nicht. Das gefällt mir persönlich nicht so gut. Welche Farbe das Ganze bekommt, das weiß ich selber noch nicht so genau. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was für Farben ihr cool fändet. Also der Rahmen wird auf jeden Fall gepulvert. Und die Verkleidung werde ich auf jeden Fall auch noch lackieren. Die muss ich davor noch ein bisschen ausbessern, weil ein paar Stellen ganz schön kaputt sind. Schreibt mir mal rein, was ihr für Farben cool findet, welche Kombo. Und dann überlege ich mir mal, wie ich das genau mache. Zum Schluss möchte ich euch noch zeigen, was ich alles für Teile schon gekauft habe. Und was ich alles für Änderungen am Moped vornehmen möchte. Ich denke, es kommen vielleicht auch noch ein paar dazu, die mir dann später erst einfallen. Falls euch was einfällt, könnt ihr es mir natürlich auch gerne schreiben. Dann gucke ich, ob ich das auch umsetzen werde. Und los geht's erstmal mit dem kleinen Leistungstuning für das ganze Moped. Der Vergaser hat einen Choke eingebaut. Der Choke, das kann ich euch später nochmal zeigen, wenn ich den Vergaser ausgebaut habe, der blockiert ziemlich stark den Luftstrom. Selbst wenn der Choke nicht aktiviert ist, kann die Luft dann nicht frei durchfließen. Deswegen werde ich dann auf jeden Fall umbauen und auch im Vergaser ein paar Änderungen vornehmen. Und dafür habe ich schon das erste gekauft. Und zwar ein Düsenset. Das Ganze ist unerlässlich, wenn man Vergaser abstimmen will. Da braucht man einfach ein paar verschiedene Hauptdüsen. Und mit denen kann ich den Motor so einstellen, dass die Verbrennung auch nicht zu heiß wird und dass die Zündkerze die optimale Farbe bekommt. Als nächstes habe ich hier noch einen Ölkühler. Den verbaue ich, damit der Motor eben nicht zu heiß wird, um den Motor ein bisschen runterzukühlen. Der Motor hat von sich aus generell schon ein kleines Wärmeproblem. Die Verkleidung lässt auch nicht allzu viel Luft am Motor vorbeiströmen und der Motor ist nicht wassergekühlt, sondern bloß luftgekühlt. Deswegen ist ein Ölkühler bestimmt keine schlechte Wahl, auch wenn es bloß so ein Billigding aus China ist. Aber ich glaube, ein bisschen Wirkung wird er schon haben. Um die Öltemperatur im Blick zu haben, habe ich mir hier einen Öltemperatursensor gekauft.
das Ganze noch mit den passenden Adaptern. Ich hoffe, dass alles passt. Ich habe es davor nicht genau ausmessen können, aber nach den Datenblättern, die ich gefunden habe, soll das passen. Das werde ich dann sehen. Für die Öltemperatur muss ich noch eine kleine Halterung bauen. Das mache ich aber erst dann, wenn ich alles wieder zusammenbaue. Dann habe ich ja vorher schon angesprochen, dass die Bremse nicht mehr so richtig funktioniert und ich beide Bremspumpen austauschen möchte. Dafür habe ich mir hier sehr schicke Bremspumpen gekauft, rot eloxiert. Die sehen, glaube ich, ganz schick aus. Die haben auch schon einen Bremslichtschalter dran, das ist auch gut, dann muss ich den gar nicht erst umbauen und mir selber was einfallen lassen. Der abgebrochene Lenker ist jetzt auch Geschichte. Ich habe mir einen neuen schicken Alulenker gekauft. Der kommt dran, eventuell muss ich noch ein bisschen kürzen, weil der eigentlich nicht für so ein kleines Bike gemacht ist. Aber den schneide ich aber ein Stück ab, dann ist er, glaube ich, kurz genug und dann passt es auch von den Dimensionen her. Dann habt ihr vielleicht auch schon ganz am Anfang im Video gesehen, dass die Griffe ganz schön hässlich waren. Hier habe ich einfach ganz normale schwarze Griffe mit so ein bisschen schwarz alexierten Aluminium gekauft. Sehen ganz schick aus und auf jeden Fall besser als die alten mit dem hässlichen Chrom dran. Der Spiegel, der so außen an den Griff dran geklemmt war, sah ja auch nicht gerade toll aus. Deswegen habe ich mir jetzt zwei Verkleidungsspiegel gekauft. Das sind so die kleinsten noch mit E-Nummer drauf. Die werde ich dann einfach vorne an die Windschutzscheibe mit dran machen, dass sie dann seitlich hochgehen. Und ich denke mal, das sieht auf jeden Fall auch besser aus als der alte Spiegel. So, und als allerletztes habe ich noch einen neuen Seitenständer gekauft. Für den gibt es leider keine passende Halterung am Moped, das heißt, die muss ich mir noch selber bauen. Sollte aber, denke ich mal, kein Problem sein. Und der sieht auf jeden Fall sehr stabil aus. Auf jeden Fall stabiler als der letzte. Und mit dem soll das Moped dann auch sicher auf der Seite stehen und hoffentlich nicht nochmal umkippen. Vor allem nicht, wenn es frisch lackiert ist. Das ist ja wirklich sehr ärgerlich. So, das war es jetzt für das erste Video. Ich hoffe, euch gefällt das neue Projekt. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne stellen. Und im nächsten Video geht es dann weiter. Dann werde ich den ganzen Rahmen zerlegen und alles auseinanderbauen. Das ist bestimmt auch interessant, was mich da noch alles drin erwartet. Ich freue mich drauf, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin solltet ihr nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Und dann könnt ihr euch gerne auch das Video von der Restauration von der letzten Simson anschauen. Oder ein Video zu meiner fahrenden Bierkiste. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht, die zu bauen.